Beim letzten Currywurst-Test hieß es, ich habe alles falsch gemacht. Oder zumindest vieles. Weil ich nämlich nur diese Touri-Buden besucht hätte. Dann mache ich das halt nochmal. Tag der Marco vom ehrlichen Essen. Ich stehe hier in Berlin und zwar am Mercedes-Benz-Platz. Was für eine beeindruckende Arena hinter mir. Deswegen bin ich aber nicht da, sondern ich bin hier, weil ich mir was zu Herzen genommen habe. Ich habe ja letzte Woche hier den Currywurst-Test gemacht. Da war auch noch eine Bude ausgefallen ist, weil sie zu hatte. Und ihr habt geschrieben, nett Marco, aber da hast du ja nur die Touristenbuden besucht. All das, was so in den Stadtführern drinsteht und die besten, hast du gar nicht aufgesucht. Ja, dann habt ihr mir ganz viel geschrieben, hier an den Kommentaren. Ganz, ganz viel hier. Kommentare, wo ich hin soll. Und daraus habe ich mir eine Liste gemacht. So, und das habe ich mir zu Herzen genommen. Arnos Imbiss wurde ganz oft genannt, Jörgs Currycontainer, Schmitz Imbiss und Krassels und wurde Wurst. Ja, und weil ich das Ganze ernst nehme, was ihr mir sagt, ja, habe ich die eben besucht. Heute in Teil 2 meines Tests und der Suche nach der besten Currywurst in Berlin. Angekommen bei meiner ersten Station hier hinten. Eine kleine unscheinbare Bude in Berlin-Neukölln. Arnos Imbiss. Und da hole ich mir jetzt meine erste Currywurst des Tages. Und es regnet leicht. Nützt nichts. Willst du ein bisschen schärfer haben? Nee, ganz normal bitte. Ehrlich? Ich muss die ja alle neutral gleich testen. Das stimmt. Tschüssi. Tschüss. Ich danke dir. So, da ist sie, die erste Currywurst von meinem Test bei Arno. Und ich stelle mich mal unter, wo es nicht regnet hier. Und es ist wirklich so eine klitzekleine Bude, mitten hier an der Kreuzung Berlin-Neukölln-Britz. Aber genau das sollte heute ja auch der Fall sein, nämlich Buden, die eben jenseits von den Touristenecken ist. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie es schmeckt. Man sieht wieder schön Currypulver, da stehe ich ja drauf. Mir wurde auch scharf angeboten, aber ich will sie alle gleich testen. Deswegen kannst du mal Curry. Die Wurst ist schön knusprig. Ja. Und oh, das Currypulver ist aber auch schon scharf. Ja. Ich zeige euch nochmal die Wurst. Da ist sie nochmal. Die ist wirklich schön knusprig. Und die Currysoße ist jetzt nicht so fruchtig, wie ich vielleicht drauf stehe, aber lecker und durchaus scharf, obwohl es die normale Soße ist. Wie scharf wäre denn scharf? Wahnsinn. Also kann man sagen, oh, das war ein guter Test. So, auf geht's zur nächsten. Also hier, Arnos Imbiss, seit Jahrzehnten hier, mittlerweile von einem André geführt. Ich habe mich schlau gelesen. Tolle Empfehlung von der Community, Wahnsinn. Jetzt sind wir in Berlin-Tempelhof, Ranitzky-Straße, Jörgs und Claudias Currycontainer. Eine Institution. Seit 1968, glaube ich, gibt es die Bude. Und da werde ich mir eine Currywurst holen. Ich möchte noch eben sagen, bei Arnos hat die Currywurst gerade 1,80 Euro gekostet. 1,80 Euro. Jetzt geht es hier zu Jörg. Ah, guck an, da wird sie geschnitten für mich, die Currywurst. Ja. Ich bin Arbeit, echte. So, hier. Upsala. Was denn das? Ist das Booster-Soße oder was war das andere gerade? Ja. Oh. Ich danke dir. Magst du noch ein Brötchen? Nein, danke. Ich muss ja noch eine essen. So, hervorragend. Dankeschön. Ah, da ist sie. Guckt euch das an, Jungs. Danke dir. Sehr gerne. So, da liegt sie noch mal. Ich habe so einen Stromkasten gefunden, das ist für mich immer ganz praktisch. Dann kann ich die Kamera abstellen. Kamera abstellen heißt immer, ich kann in Ruhe essen. Currywurst Nummer 2 heute von Jörgs und Claudias Currycontainer. In Berlin, in Berlin, Tempelhof. Das Geheimnis dieser Wurst, ich lese mich ja mal schlau, die wird erst gebraten, danach noch mal kurz frittiert. Und es gibt noch ein bisschen Wustersoße über die Wurst, bevor der Curry-Ketchup kommt. Und ich muss sagen, das ist geil. Oh.
Uiuiui. Ja. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ja. Das kann was. Da freut der Papa sich. Hm. Aber ich habe noch eine Bude vor mir. Deswegen aufessen und weiter geht's. Hm. Nächster Stopp. Da sind wir. Schmitz Imbiss. Ja, ja, ja. Hier auch seit 1968 gibt es Currywurst. Alle Adressen übrigens verlinke ich in der Videobeschreibung. Ja, dann hole ich mir jetzt die dritte Currywurst. So ein Test kann anstrengend sein, aber auch sehr, sehr lecker. Euer Ketchup auch ein Riesengeheimnis? Ja, ne? Darf nichts verraten. Selbst wenn, ich würde es nicht wissen, weil das macht der Chef nicht. Ah, der Chef macht das. So. Mit Serviette dabei. Ich danke dir. Super. Guten Appetit. Danke. Ja, Nummer 3 dann. Jeder sagt natürlich, dass sein Ketchup der ganz besondere ist. Das Rezept verraten sie dir eh alle nicht. Auch hier wird die Wurst wieder frittiert. Erst gebraten, dann frittiert. Das tut der Wurst generell echt gut. Die Soße geht wieder mehr so im Bereich fruchtig, tomatig. Gute Wurst. 2 €. Genau wie vorher auch beim Currycontainer. Auch 2 €. Currycontainer hat aber für mich aktuell die Nase vorn. Also auch eine gute Wurst. Vor allem 2 € alles, ne? Normalerweise ja überall noch ein Brötchen mit bei. Verzichte ich drauf, weil ist genug Currywurst, ne? Ja, bin mal gespannt, was die letzte Bude im Test kann. Und dann zeige ich euch auch wieder, was ich für Taxifahren bezahlt habe. Denn ja, man kann alles mit der U-Bahn und S-Bahn fahren, aber ich habe keine Ahnung, wo lang. Und es dauert mir auch alles zu lang. Aktuell kann man sehr gut Taxi fahren, weil die Straßen so leer sind. Nächste Station. Letzte Station. Und ich möchte fast sagen, zum Glück. Also vier Currywürste ist dann schon eine Herausforderung, auch für mich. Hier, da oben, Krassels. Eine Empfehlung von euch soll ich probieren und mache ich dann auch. Übrigens, jede Wurst ist bezahlt. Gerade in Zeiten jetzt werde ich einen Teufel tun, auch wenn es mir schon 2 Mal angeboten wurde, die Wurst umsonst zu kriegen. Ich bezahle meine Wurst, gehört sich so. Ab. Und das ist jetzt auch die erste Bude heute, wo ich in der Schlange stehe. Alle anderen waren relativ frei. Jetzt Schnutenpulli auf und warten. Hier gibt's das mit Spieß. Ist das Wustersoße, ja, ne? Ja. Ich danke dir. Super, ciao. Lustig, ne? Currywurst am Spieß. Deswegen habt ihr mir das empfohlen. Krassels, auch 2 €. Also heute überall 2 €. Nur beim ersten 1,80. Habe ich aber 2 € gegeben. Ja, probieren. Mahlzeit hier. Ist die erste heute ohne Darm, aber ich wollte unbedingt mal am Spieß probieren. Ist eine ganz schöne Klärerei hier. So. Ich kann jetzt schon sagen, die Soße ist die beste. Fruchtig, süß, Knaller. Mit dem Wustersoße, mit der Wustersoße dazu, muss ich mir merken. Aber trotz der Tatsache, dass das hier am Spieß ist, bin ich dann doch mehr der Fan von Currywurst mit Darm. So, jetzt geht's zum Hotel und dann ziehe ich noch ein schnelles Fazit. Ja, ja, 2 Stunden später stehe ich wieder hier auf dem Platz. Die Sonne ist jetzt sogar ein bisschen rausgekommen und Zeit für ein Fazit. Also vorweg, alle 4 Buden waren gut. Warum 4 Buden? Stimmt, da fehlt ja noch eine. What a Wurst. Die wollte ich gestern Abend schon besuchen. Ja, die hat nur leider zu.
habe ich mich rausgetraut im Dunkeln und dann hat das alles nichts genutzt. Fangen wir an mit Arnos Wurst, Arnos Bude, übrigens, der einen gerne mal einen Lolli anbietet. Wer gerne scharf ist, sollte den Lolli annehmen. Das ist so ein kleiner Trick, so einen scharfen Lolli unterzuheimsen. 1,80 die Wurst, ordentliche Wurst, ordentlicher Curry-Ketchup. Aber jetzt nichts, was mich komplett wegflasht. Aber gut, ne? Also jetzt, wir reden nicht von schlecht, wir reden immer noch von gut. Ganz im Gegenteil zu Jörgs Curry-Container. Für mich ganz klar der Sieger dieses Testes. Zum ersten Mal hatte ich diese Wustersoße drauf. Die Wurst war richtig gut. Der Curry-Ketchup war richtig gut. Mein absoluter Favorit. Danke für den Tipp. Das hat sich echt gelohnt. Dann kommen wir zu Schmitz. Schmitz Wurst. Ja, das war ein sehr fruchtiger Curry-Ketchup. Auch eine gute Wurst. Siedelt sich so beim Arno an. Ist ordentlich, wenn man da vorbeifährt. Kann man das wunderbar essen. Und zum Schluss Krassels. Krassels Imbiss. Für mich die beste Currysoße. Ja, ich habe da eine mit ohne Darmresten am Spieß. Ist mal eine lustige Geschichte. Ich würde in Zukunft wieder die mit Darm nehmen. Aber auch sehr gut. Also alle vier Buden auf einem ganz, ganz, ganz hohen Niveau. Aber on top für mich ganz klar Jörgs Currycontainer. Mega. Jetzt habe ich natürlich noch ein paar vergessen. Also ich weiß, Curry Baude wurde noch genannt. Curry and Chili, Chili and Curry wurde noch genannt. Da gibt es bestimmt noch zwei, drei andere Buden. Vielleicht mache ich auch noch einen dritten Test. Das entscheidest du. Nämlich indem du dieses Video likest, teilst und mir mit einem schönen, netten Kommentar schreibst, ob es dir gefallen hat. Dann möchte ich an dieser Stelle noch meinem Fahrer Falkal danken. Übrigens, ich bin letztes Mal nicht mit der U-Bahn gefahren, sondern Uber, also quasi Taxi. Auch jetzt wieder, weil das geht einfach schneller, ne? Wenn man hin und her fährt. Ich kenne die ganzen U-Bahn-Stationen nicht. Ich werde immer direkt vor den Buden rausgelassen, wieder mitgenommen. Ich habe die ganze Tour mit Falkal gemacht. Das muss sich jetzt aber auch lohnen, so ein Video, weil ich weiß nicht, ob ihr es seht. Warte. Da, hier. 106,78 Euro. Einmal diese gesamte Runde. Ihr habt die Karte ja gesehen. Also 110 Euro. Plus die 8 Euro für die Wurst. Und ich habe mir sogar noch hier, damit ihr ein bisschen weiter weg seid, ein Stativ bei Saturn geholt. Ist da hinten irgendwo. Für 15 Euro. Also, das waren vier hochexklusive Currywürste. Aber ich mache es ja des Spaßes willen. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, ich habe schon gesagt, ich sage es nochmal, dicken Daumen nach oben, Kommentar in die Kommentarleiste, Hashtag Wattenwurst, also ich, und ein Abo könnt ihr auch da lassen, auf kostenloser Currywurst, Ehrenbasis. So, tschüss, ciao, euer Marco vom Ehrlichen Essen. Oh, hier Tannenbaum, ne? Schön, ist ja bald Weihnachten. Schöner Tannenbaum, als hätte ich es gewollt so. I wish you a Merry Christmas, I wish you a... And a happy new Wurst.